Ein Priester nimmt ein Kind an die Hand. Spätestens seitdem Teile der MHG-Studie zu sexuellem Missbrauch veröffentlicht wurden, sehen viele Menschen in dieser einfachen Szene mehr als nur einen Geistlichen bei der Jugendarbeit. Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, hatte die Presse ins Haus der katholischen Kirche nach Stuttgart eingeladen, um über die Missbrauchsfälle in der Diözese aufzuklären und zu zeigen, was innerhalb der Diözese gegen sexuellen Missbrauch gemacht wird. Wie genau sieht es mit sexuellem Missbrauch durch Kleriker in der katholischen Kirche aus? Um diese Frage zu beantworten, hatte die Bischofskonferenz eine Studie in Auftrag gegeben. Eigentlich hätte die Studie erst nach der Bischofskonferenz kommende Woche in Fulda vorgestellt werden sollen. Doch Teile davon waren bereits vorher an die Öffentlichkeit geraten. Und ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht schweigen, sondern die Menschen in meiner Diözese wollen wissen, was der Bischof davon hält. Deshalb habe ich jetzt nicht nur an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschrieben und habe klargestellt, wie es bei uns ungefähr geht. Und deshalb habe ich auch die Pressekonferenz, die ursprünglich zu der Studie am Freitag geplant war, jetzt vorgezogen auf heute. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart werden 70 Priester und 2 Diakone beschuldigt, sexuellen Missbrauch begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft war in 7 Fällen beteiligt. In 11 Fällen hat die Diözese das Ergebnis der Untersuchung nach Rom gemeldet. 45 der beschuldigten Kleriker waren bereits verstorben. Welcher Kleriker wie oft und in welcher Schwere sexuellen Missbrauch begangen hat, das erklärte der Bischof nicht. Dennoch habe ein solches Verhalten Konsequenzen. Die Strafe ist bezogen auf die Schwere der Tat. Und das kann gehen bei einer ganz schweren Tat, dass sie sofort aus dem Gemeindedienst herausgenommen werden. Und möglicherweise, wenn eine schwere Tat vorliegt, nie mehr in den pastoralen Dienst dürfen. Nie mehr in den pastoralen Dienst treten. Eine solche Strafe sei nicht zu unterschätzen. Für einen Menschen um die 50 könne das den finanziellen Ruin bedeuten. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart bestraft nicht nur, sie versucht auch, sexuellen Missbrauch vorzubeugen. Und zwar bereits in der Priesterausbildung. Dass sie mit ihrer Sexualität in einer guten Weise umgehen können, dass sie im Umgang mit anderen Menschen, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, Distanz und Nähe einüben und verstehen, was geht und was nicht geht. Wichtig sei es aber vor allem, den Opfern von sexuellem Missbrauch zu helfen. Die seien oft traumatisiert und würden Hilfe benötigen. Die Hilfe stehe dabei allerdings nicht im Verhältnis zur Schwere der Tat. Schon die unsittliche Berührung eines jungen Menschen könne dafür sorgen, dass dieser Therapie benötigt. Manche Therapien würden von Krankenkassen nicht bezahlt werden, so Fürst. Die Diözese sorge dafür, dass das Opfer trotzdem diejenige Therapie erhalte, die es benötige.